Hier einmal eine Sache über den genannten Sahabi Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Badri. Al-Badri kommt von dem Wort Badr. Das ist wie wenn man sagt, Japan, Japaner. Al-Badri yani aus Badr. Er hat aber nicht an der Schlacht von Badr teilgenommen. Er wird deswegen so genannt, weil er dort gewohnt hat. Nach der Auffassung der meisten Historiker und der Ashab al-Maghazi, während al-Bukhari der Auffassung ist, dass er tatsächlich an der Schlacht von Badr teilgenommen habe. Tayyib, Uqba ibn Amr ist auch einer der sogenannten Muqillun, das heißt jene, die nicht viel tradiert haben. Die Anzahl der Hadith, die er übermittelt, beläuft sich so auf die 100. Circa 100 Hadith.